Hauptsache elektrisch. Auf der Roadshow Elektromobilität am Hartmannplatz in Brixen dreht sich alles um Elektrofahrzeuge. Hier wird geladen und gestaunt. Elektromobilität ist die Zukunft, so der Tenor vom Veranstalter Green Mobility. Hemmschwellen abbauen, das Ziel. Wir von Green Mobility sind eine kleine Einheit innerhalb der STAR. Wir versuchen zu vernetzen, die ganzen Player zusammenzubringen, zu sensibilisieren, heute hier etwa mit dieser Roadshow, die Leute einmal an die Elektromobilität heranzuführen und so den Weg zu bereiten. Denn wer einmal ein Elektroauto gefahren ist, der wird begeistert sein. Begeistert war von Anfang an auch Konrad Delaser aus Raas. Seit 3 Jahren fährt er einen Kleinwagen eines französischen Autoherstellers. Kostenpunkt 24.000 Euro. Es ist das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Und in der Leistung steht es herkömmlichen Autos um nichts nach, wie Konrad auf der Bergfahrt beweist. Also jetzt drücke ich mal das Gas, jetzt spürt es die Beschleunigung. Also du musst ein anderes Auto schon schauen, dass er nachkommt. Dieses batteriebetriebene Fahrzeug hat eine durchschnittliche Autonomie von etwa 200 Kilometern. Und auch bergab hat es seine ganz eigenen Vorteile. Ja, jetzt geht's bergaufwärts. Jetzt tut das Auto wieder laden. Man sieht das auch einmal auf der Grafik da. Die blaue Energie, also Energie kommt vom Motor wieder in die Batterie zurück. Und das ist ganz eine tolle Sache. Die Technik, muss ich sagen, funktioniert wunderbar. Ich habe bis heute also 80.000 Kilometer gemacht. Noch nie keine Panne und nichts gehabt. Also. Konrad ist einer von 200 Elektroautofahrern in Südtirol. Und die Ladestation und damit Tankstelle für sein Auto befindet sich in seiner Garage. Ja, der Ursprung war eigentlich meine Photovoltaikanlage. Weil ich gemerkt habe, also untertags produziere ich mehr Strom, als was ich verbrauche. Und den muss ich ganz billig ins Netz einspeisen. Und dann habe ich mir eben Gedanken gemacht, den Strom sinnvoll zu verbrauchen. Und da hat sich das Elektroauto eben umgeboten. Und bald mir der Gedanke kam, ist, dass ich mit der Sonne Auto fahren kann, zum Nulltarif. Der hat mich gewaltig fasziniert. Konrad lädt zu Hause mit 3 Kilowattstunden. Um die Batterie voll aufzuladen, braucht er dafür ca. 8 Stunden. Und dank seiner Photovoltaikanlage kostet ihn das keinen Cent. Auch Wasserstoff gilt als umweltschonender Treibstoff der Zukunft. Einmal in der Woche kommt Andreas Lorker zur Wasserstofftankstelle nach Bozen Süd. Er ist einer von 10 Innovationspionieren, die im Rahmen des europäischen Projektes High Five seit 2014 ein Brennstoffzellenfahrzeug gemietet haben. Das Auto hat eine Reichweite von ca. 500 Kilometern und ist in wenigen Minuten vollgetankt. Im Moment ist bärig, mit dem Auto unterwegs zu sein. Der Vorteil ist sicher eindeutig, dass es lautlos ist. Es ist wahnsinnig fein zu fahren. Der Nachteil, oder wie sagt man, Nachteil kann man da nicht sagen, man muss ein bisschen überlegen, weil es eben im Moment noch eine Tankstelle gibt, beziehungsweise Innsbruck und München die nächsten. Da muss man halt ein bisschen planen, aber es ist kein Problem in wirklich, weil ich wohne in Bozen und somit kann man natürlich relativ einfach tanken gehen nach der Arbeit. Im H2-Zentrum wird erneuerbare Energie in Form von Wasserstoff als Kraftstoff für die Autos gespeichert. Es fehlen eigentlich nur die Tankstellen, die Autos sind perfekt. Und alle großen Autohersteller werden in den nächsten 5 Jahren ihre Modelle eben anbieten. Und wir versuchen halt auch die Infrastrukturen dann zur Verfügung zu stellen. Im Ausbau befindet sich die Infrastruktur für batteriebetriebene Fahrzeuge. Die Alperia-Gruppe selbst mit 30 Autos unterwegs betreibt derzeit landesweit etwa 20 öffentliche Elektroladesäulen. Heute wird eine neue Ladesäule in Lana installiert. Um den Aufbau und die Instandhaltung der Ladesäulen kümmert sich eine eigene Abteilung mit 4 Mitarbeitern.
An den öffentlichen Ladesäulen kann mit 22 Kilowattstunden geladen werden, wobei eine Kilowattstunde knapp 40 Cent kostet. Pro Woche registriert man bei Alperia 2 bis 3 neue E-Mobility-Verträge. Das heißt, dass jede Woche 2 bis 3 zusätzliche Elektroautos auf Südtirols Straßen unterwegs sind. Wir haben ein ambitiöses Programm, mit dem heuer noch 20 Ladesäulen installiert werden und dann noch im Jahre 2017, 2018 weitere 30 pro Jahr. Nach dem Aufbau der Test. Die Installation war erfolgreich, die Batterie des Autos wird geladen. Wie weit entfernt sind wir noch von der Green Region Südtirol? Es braucht weitere öffentliche Ladestationen, wobei man nicht vergessen darf, dass die allermeisten Ladungen zu Hause erfolgen. Es hat ja bei den batteriebetriebenen Fahrzeugen jeder die Tankstelle sozusagen daheim mit dem Strom, wo er das eigene Auto anstecken kann. Aber es soll ein Plan kommen, wie der weitere Infrastrukturausbau herangehen soll. Und bei den Autos gibt es keine absolute Zahl. Es ist ein Richtwert geäußert worden von 1000 Autos innerhalb 2020. Aber das ist, wie gesagt, ein Richtwert. Wenn man nichts macht, dann wird man auch diese Zahl schwer erreichen. Und wenn ein Schub kommt, dann wird man diese Zahl bei weitem auch überschreiten. 100% elektrisch. Das gilt für das batteriebetriebene wie für das Brennstoffzellenauto. Meine Freude ist eigentlich das geräuschlose, das emissionsfreie Fahren mit einem Fahrzeug. Und dann on top, also man sagt, noch dazu, gibt es dann den Fahrspaß, also den elektrischen Fahrspaß dazu, der ist einfach unbeschreiblich. Also jeder, der noch nie ein Elektroauto gefahren ist, sollte man eins fahren, hier zum Beispiel auch eine Testfahrt machen und dann sich überzeugen lassen von diesem Fahrspaß. Also echt, das ist einfach die Beschleunigung und das Lautlose ist einfach spaßig. Ein neues Fahrgefühl und eine neue Ära der Mobilität. Vielleicht ergibt sich schon bald eine neue Balance umweltfreundlicher Mobilität in Südtirol.